Ich bin fest davon überzeugt, dass die USA erkennt, dass in den Nachhaltigkeitsthemen eine ganze Reihe von Chancen und Risiken sind. Und in dem Bereich, wo das marktfähig ist, wird das auch dort integriert werden. Ich denke mal, dass es wie häufig bei EU-Gesetzen auch nochmal eine Revision geben wird in 2, 3 Jahren, wenn man die Erfahrungsberichte hat mit Ergänzungen und Anpassungen. Ich vermute mal, dass wir 2027, 2028 einen Status haben, wo wir alle sagen, da kann man ganz gut mit leben. Ja, herzlich willkommen von der Netfonds AG. Mein Name ist Christian Hammer. Wir sind hier heute auf dem Nachhaltigkeitstag der Netfonds und ich freue mich heute als Gast den Professor Dr. Bassen begrüßen zu dürfen, der uns eben schon einen Vortrag gehalten hat über nachhaltige Entwicklung im Unternehmensbereich und da nutze ich natürlich gleich die Situation, auch das Ganze ein bisschen voranzutreiben mit weiteren Fragen, weil das interessiert natürlich unsere Zuhörer und insbesondere dann auch das Thema ESRS, also das Thema in dem Unternehmen fängt es ja an, dass wir Reportingpflichten haben, die erst nur die großen Unternehmen haben und jetzt runtergebrochen doch auch kleinere Unternehmen, also KMUs letztendlich verpflichtete werden. Und hatte vorhin gehört, dass das auf 15.000 Unternehmen sich ausgeweitet hat. Wir haben auch festgestellt, dass wir dazugehören, haben auch mittlerweile Nachhaltigkeitsbeauftragte. Aber wenn man sich das anschaut, Sie sind ja auch ein Board-Member ab nächsten Jahr. Und von der Entwicklung her, wie sehen Sie das erstmal grundsätzlich? Ist das eine gute Entwicklung, dass auch also sozusagen das Ganze weiter in die Tiefe geht? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Die Nachhaltigkeitsberichterstattung war ja bisher in Deutschland, in Europa und eigentlich global eine freiwillige Berichterstattung. Das heißt, die Unternehmen konnten selber entscheiden, ob sie berichten oder nicht. Es gab viele freiwillige Standards. Auch in Deutschland gab es einen Standard, der Deutsche Nachhaltigkeitskodex, den der Rat für nachhaltige Entwicklung vorgestellt hat. Und wir haben jetzt erstmal die Situation, dass wir ab dem Geschäftsjahr 2024, dann berichtet in 2025, vorgeschriebene, verpflichtende Nachhaltigkeitsberichtsstandards haben. Das hat eine ganze Reihe von Vorteilen. Es ist sehr viel stärker standardisiert, es ist damit besser vergleichbar und es ist auch ein Orientierungsrahmen für Unternehmen, die bisher selber entscheiden mussten, man konnte es auch positiv sagen, entscheiden konnten, aber häufig auch entscheiden mussten, was sie denn berichten. Von daher glaube ich, dass es eine positive und auch eine notwendige Entwicklung ist. Das wird bei der Einführung für viele Unternehmen eine Herausforderung sein. Sie haben zu Recht gesagt, es betrifft alle Unternehmen, die mehr als 250 Mitarbeitende haben. 15.000 Unternehmen in Deutschland, sind das alleine 50.000 in Europa. Basiert auf der Definition eines großen Unternehmens. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass wir subjektiv ein Unternehmen mit 251 Mitarbeitenden nicht unbedingt als groß klassifizieren würden. Wir sind als Finanzplattform auch immer Daten getrieben und versuchen auch Nachhaltigkeitsdaten einzukaufen, merken aber auch da, dass das Ganze sich manchmal widerspricht. Wir haben verschiedene Datenanbieter, die einfach unterschiedliche Aussagen haben. Gibt ja auch Diskussionen immer, was ist nachhaltig, was ist nicht nachhaltig. Aber wie sehen Sie das jetzt mit der neuen Regulierung, auch jetzt, wenn die Unternehmen reinkommen und direkt an der Basis reporten, wird es uns einfach von der Datenqualität dann auch weiterbringen für die Zukunft? Da bin ich fest von überzeugt, weil die Idee ist, dass es diese strukturierten Daten gibt. Es geht insgesamt um circa 1.000 Datenpunkte, die von Unternehmen berichtet werden müssen. Natürlich nicht alle, sondern nur die, die für das Unternehmen wesentlich sind. Das heißt, es muss eine Wesentlichkeitsanalyse durchgeführt werden und dann muss strukturiert berichtet werden und zwar im Lagebericht geprüft durch den Wirtschaftsprüfer, was auch garantieren soll, dass die Datenqualität deutlich ansteigt. Interessant auch noch die Frage, wo diese Daten denn zur Verfügung gestellt werden. Denn die EU hat auch verabschiedet, dass es einen sogenannten European Single Access Point geben wird. Das heißt, alle Daten sollen zentral gespeichert werden von allen Unternehmen und für jeden kostenlos verfügbar sein. Das heißt, man hat einen sehr viel besseren Zugang auch zu Rohdaten, was natürlich gerade für Investoren spannend ist, die sich nicht auf ein Rating beziehen wollen, sondern tatsächlich mit den darunterliegenden Rohdaten arbeiten werden. Von daher glaube ich, ist das ein guter und wichtiger Schritt. Jetzt muss ich mal zur zentralen Datenbank nochmal nachfragen, weil wir ja auch datengetrieben sind. Ich hatte vor 2 Jahren davon gelesen, in 25 soll es so eine Datenbank geben. Hat sich das verschoben? Aber sie soll wirklich kommen, weil ich lange nichts mehr darüber gehört habe. Ja, also sie soll definitiv kommen. Es wurde jetzt verabschiedet vor Anfang November im Parlament.
Das wird nicht in 25 sein, da bin ich fest von überzeugt, sondern das wird vielleicht mit Glück in 27 der Fall sein, dass wir diese Daten haben, was auch vielleicht nicht so problematisch ist, weil ja erstmal die Unternehmen veröffentlichen müssen und dass die Datenbank auch einen entsprechenden Scope dann hat. Ist ja nicht die erste Regulierung, die sich vielleicht ein bisschen verschiebt, weil wir bewegen uns ja hier viel im neuen Land. Aber wenn wir jetzt nochmal auf die Unternehmen zurückkommen, wir haben eine neue Datenqualität, aber ich hatte gerade gehört, 1000 Datenpunkte. Also wir haben ja auch eine Nachhaltigkeitsbeauftragte, die jetzt seit einem Jahr schon dabei ist, die ganzen Sachen aufzuarbeiten, weil wir auch ab 26 für 25 dann Verpflichtete sein werden. Es sind natürlich auch eine Menge Kosten, die entstehen, einfach durch solche Regulierungen. Meinen Sie, die Kosten werden sich aufwiegen, dass man sagt, mit dem, was wir dadurch erreichen, auch den Impact vielleicht zukünftig, dass das Ganze sich lohnt, oder ist das nur ein Papiertiger, den wir hier vor uns haben? Also einerseits sind diese Datenpunkte nicht das, was ich sag mal, ich aus einer Finanzierungsperspektive mal als Datenpunkt sehen würde, sondern es sind auch sehr häufig Narrative. Das heißt, die Unternehmen beschreiben beispielsweise, wer ist im Unternehmen verantwortlich für das Thema Nachhaltigkeit? Wie wird der Vorstand und der Aufsichtsrat, wenn man ein Two-Tier-Board-System hat, wie werden die eigentlich informiert oder die Geschäftsführung und der Beirat? Das sind Punkte, die beschrieben werden müssen. Es muss auch beschrieben werden, was für Risiken sieht man, was für Chancen sind damit verbunden. Also es sind nicht, diese Datenpunkte heißt nicht zwangsläufig, dass das irgendwelche messbaren Größen sind. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Unterschied, der dort mit zutrage oder ja mit berücksichtigt werden muss. Die Frage der Kosten. Wir selber haben dazu eine empirische Untersuchung gemacht und Kollegen aus New York haben eine ähnliche Untersuchung auch nochmal gemacht, wo wir uns einfach mal angeguckt haben, wie ist denn der Zusammenhang zwischen der Nachhaltigkeit eines Unternehmens und dem finanziellen Erfolg des Unternehmens, weil das ja der zentrale Treiber ist. Und wir sehen, das gleiche Ergebnis haben die Kollegen aus New York auch rausbekommen, dass wir in über 50% der Fälle einen positiven Zusammenhang zwischen dem Nachhaltigkeitsperformance und der finanziellen Performance sehen. Und in weniger als 10% einen negativen Zusammenhang. Das heißt, wir können sagen, in mehr als 90% der Fällen schadet es nicht, Nachhaltigkeitsthemen zu berücksichtigen. Es bringt sogar in vielen Fällen, in den meisten Fällen, einen positiven Effekt mit sich. Klar sind es am Anfang erstmal Investitionen. Und wir wissen alle, dass Investitionen erstmal mit einem Abfluss liquider Mittel verbunden sind. Aber das Ziel ist natürlich, dass man dann langfristig positive Cashflows daraus generiert. Und das ist das, was wir empirisch sehen momentan. Also zu 50 bis zu 90% haben wir eher Investitionen und nicht nur Kosten. Das ist ja schon mal grundsätzlich schön zu hören. Wir hatten gerade Amerika kurz dabei. Also wir haben ja die SFDR, ESMA, MiFID, dann die neue Regulierung. Also immer wieder neue Gesetzgebungen in Europa, die ja auch manchmal das Thema immer bürokratischer werden lassen. Wenn wir uns jetzt als Europa mit Amerika oder auch anderen Ländern auch dann Richtung Osten zu schauen, vergleichen, wie sehen Sie uns dann auch als Mitbewerber? Bei Lieferkettengesetz kommt ja auch noch, dass viele Standards versuchen, in alle Welt zu tragen, was ja grundsätzlich gut ist, aber sind wir damit dann weiterhin auch wettbewerbsfähig? Also dass es auch weiterhin Investitionen sind und dass die anderen auch bereit sind, mitzumachen, oder haben die schon ähnliche Standards? Wie nehmen Sie weltweit wahr, weil Sie sind ja auch viel unterwegs? Also es gibt global eine ganze Reihe von Initiativen. Einmal gibt es einen globalen Standardsetzer für Nachhaltigkeitsberichterstattung aus der IFRS Foundation, die auch die finanzielle Berichterstattung global steuern, mit Ausnahme der USA. Die haben ihre eigenen US GAAP. Und die haben ebenfalls ein Board für Nachhaltigkeitsberichterstattung entwickelt, was sie jetzt in verschiedenen Jurisdiktionen weltweit einsetzen werden. Das heißt, bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung sehen wir durchaus einen globalen Trend. Allerdings ist dieser Standard des ISSB, also der IFRS Foundation, mit einem Fokus auf die sogenannte finanzielle Materialität, also auf Investoren gerichtet. Wenn der europäische Standard neben dieser Berichterstattungspflicht auch noch die Frage aufwirft, inwieweit hat denn das Unternehmen einen positiven oder negativen Einfluss auf die Umwelt und die Gesellschaft? Man möchte also nicht nur gucken, ist das finanziell für das Unternehmen relevant, sondern was für einen Effekt hat das Unternehmen? Das ist besonders in Europa eindeutig. Aber dieser internationale Standard setzt sich durch. Wir sehen viele große Länder, die das bereits eingesetzt haben. Spannend wird es zu sehen, was passiert in den USA. Wird die USA den Schritt gehen und auch den ISSB-Standard akzeptieren? Oder werden sie ihre eigenen Standards in dem Bereich entwickeln? In 2022 hat die SEC dafür einen Entwurf vorgelegt für eine eigene verpflichtende Klimaberichterstattung, die allerdings seitdem auch als Entwurf dort weiter liegt. Und es wird spannend zu sehen, wie sich die USA dort positionieren.
Denn die großen Volkswirtschaften, nämlich in Europa und in den USA, haben natürlich auch eine Vorbildrolle für den Rest der Welt. Und wir sehen aber auch in Asien eine hohe Bereitschaft, dort was zu machen, weil die vor allen Dingen die Chancen in diesem Themengebiet sehen und sich dort frühzeitig positionieren wollen. Also sehen Sie das Kapitalgetriebene, also dass wir vielleicht die Chance haben auf einen globalen Standard und dass Investoren das auch anerkennen, weil ich denke jetzt gerade an die Ratingagenturen, da sind die ja nun wahrscheinlich 90% amerikanisch getrieben, also jetzt gerade was die Nachhaltigkeitsdaten angeht und vielleicht 10% dann im europäischen Bereich. Ich weiß nicht, haben Sie bestimmt die bessere Quote im Kopf. Sehen Sie, dass das Ganze sich auch mit Amerika entwickeln kann wirklich? Ja, ich glaube schon, weil ich glaube, Amerika ist so heterogen, dass wir auch nicht von dem Amerika sprechen kann. Wenn man sich die unterschiedlichen Staaten auch mit dem politischen Hintergrund ansehen, dann wissen wir, dass dort ganz andere Ideen dort sind. Wenn man sich Kalifornien und Texas im Vergleich anguckt, dann wissen wir, dass dort ganz andere Logiken dahinter stehen. Von daher glaube ich schon, dass die USA da eine sehr wichtige Rolle spielen können. Man hat es ja auch gesehen, dass BlackRock sich sehr früh bei diesem Thema positioniert hat, ist jetzt ein bisschen zurückgerudert. Aber trotzdem ist natürlich ein so großer Asset Manager schon ein Fund. Und das sehen wir bei vielen anderen amerikanischen Gesellschaften ebenfalls, dass dieses Thema auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Nicht mehr so gerne unter dem Stichwort ESG, was aber eher, sag mal, aus der amerikanischen Politdiskussion kommt und dem Verhalten der verschiedenen Staaten. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass die USA erkennt, dass in den Nachhaltigkeitsthemen eine ganze Reihe von Chancen und Risiken sind. Und in dem Bereich, wo das marktfähig ist, wird das auch dort integriert werden. Nochmal weg zu und hin zu den Unternehmen. Also Atomenergie, ich will jetzt gar nicht eine große Diskussion aufmachen, nur ich Frankreich, Deutschland, sondern ich möchte einfach nur mal überlegen, zukünftig, wie könnte man sowas vielleicht mal in eine neutrale Position bringen, dass man, weil wir müssen ja Lösungen finden, wenn eine Ja sagt, der andere Nein, dann ist es nachhaltig und nicht nachhaltig und das ist ja keine Lösung. Also haben Sie Ideen, also ich sag, man kann es ja Best-in-Class-Ansatz oder man hat nachher Atommüll, wer hat weniger Müll oder, also was sind so Ideen oder gibt es da schon Ideen zu solchen Bausteinen, wo man sagt, wo könnten da dann Lösungsansätze? Also grundsätzlich ist es ja eine schwierige Entscheidung, weil es sehr häufig vom eigenen Wertesystem abhängt. Ja, Sie haben genau. Vorhin die Franzosen genannt. Dort ist natürlich Atomkraft sehr häufig als sehr grün einsortiert. Wenn Sie die Diskussion hier in Deutschland führen, würden Sie alle sagen, das funktioniert gar nicht. Also ganz klar unterschiedliche Meinungen. Wir grenzen aneinander und haben da trotzdem eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung davon. Deswegen hat man sich ja auch in Europa auf einen Berichtsstandard geeinigt und nicht auf einen Performance-Standard. Es geht wirklich nur darüber, offen zu legen, was das Unternehmen macht. Und es wird nicht vorgeschrieben, wie das Unternehmen das machen muss, sondern die Idee ist, dass über die Transparenz sich so eine gewisse Marktlogik entwickelt. Was sind denn so die Grenzwerte, die relevant sind? Und wir wissen aus der empirischen Forschung auch, dass wenn die Unternehmen über etwas berichten müssen, dass sie vorher auch gerne ihre Performance anpassen, weil sie natürlich lieber über gute Dinge berichten und nicht so gerne über das, was sie nicht so gut machen. Also von daher greift diese Logik, das kann man empirisch auch ganz gut messen. Also von daher glaube ich, wird das schwierig sein, dort tatsächlich diesen besten Weg zu finden und zu sagen, das ist jetzt nachhaltig oder nicht nachhaltig, das ist grün oder nicht grün. In der EU-Taxonomie hat man das ja gemacht. Dort hat man ja ganz bewusst als Performance-Standard gesagt, es werden bestimmte Aktivitäten identifiziert und wenn die bestimmte Grenzwerte überschreiten oder unterschreiten, sind sie grün oder nicht grün. Aber das ist, wie gesagt, in der Taxonomie-Regulierung, in der CSRD, in der Offenlegung, dort wird das anders diskutiert. Ich glaube, dass diese ganzen Regulierungen zusammenwachsen. Wovon gehen Sie aus? Da werden wir ja schon noch ein paar Jahre sehen, bis das dann der Fall ist, dass es harmonisiert wird in irgendeiner Form. Haben wir ja öfter in irgendwelchen Regulierungen. Und bis wann meinen Sie, auch die Unternehmen, die jetzt 25 und 26 anfangen zu reporten, wann haben wir so das Ziel erreicht, einen ersten guten Standard für diesen Bereich in Transparenz und auch Nachhaltigkeit haben? Also ich glaube, die EU-Kommission ist jetzt erstmal sehr froh, dass die beiden Gesetze bzw. Direktiven jetzt hier durchs Parlament gegangen sind. Und man wird sich jetzt ganz bewusst ansehen, wie gehen denn jetzt die Unternehmen damit um. Es wird viele, viele Fragen geben, das ist ganz sicher. EFRAG hat deswegen auch extra eine Hotline eingerichtet für diese Fragen, wo Unternehmen sich hinwenden können. Ich denke mal, dass es wie häufig bei EU-Gesetzen auch nochmal eine Revision geben wird in 2-3 Jahren, wenn man die Erfahrungsberichte hat mit Ergänzungen und Anpassungen.
ich vermute mal, dass wir 2027, 2028 einen Status haben, wo wir alle sagen, da kann man ganz gut mit leben. Das ist schon deswegen wichtig, weil ja auch die Prüfung dann sich ändern wird. Nicht mehr nur Limited Assurance mit begrenzter Sicherheit, sondern dann eine Reasonable Assurance durch den Wirtschaftsprüfer über die Nachhaltigkeitsberichte, die ja im Lagebericht erfolgen müssen. Also von daher glaube ich, 27, 28 ist mein Educated Guess. Da sind wir sehr gespannt. Erstmal vielen Dank, Herr Professor Dr. Bassen. Und ich bin auch sehr gespannt, was die Zukunft bringt und hoffe, ihr habt ein paar neue Informationen bekommen und bedanke mich dann erstmal. Vielen Dank. Ich danke auch.